Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine Filmrezension. Und kurz bevor ich anfange noch, ich hoffe, das Licht ist in Ordnung, so ich filme gerade mit meiner Softbox, weil es schon etwas dunkler ist und ich hoffe, dass das Licht so passt. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Filmrezension. Ich habe mir nämlich gerade den Film The Kids Are Alright zum allerersten Mal angeschaut. So schaut die DVD aus. So, der Titel ist, wie gesagt, The Kids Are Alright. FSK ist 12, also ab 12 Jahre. Ich finde, der Film ist, den würde ich so ab 14 freigeben, weil es schon schwere Thematiken hat und man schon reif sein sollte, das schon anzuschauen. Also eine gewisse Reife sollte man da schon haben. Familienfilm nennen, steht auch oben. Toll gespielter Familienfilm, der die Seele wärmt. Dann die Hauptdarsteller sind Annette Bening, Julian Moore, Mia Wasikowska, Josh Hutcherson und Mark Ruffalo. Und jetzt zum Inhalt. Also ich lese euch mal vor, was hinten drauf steht. Nick und Jules leben den sonnigen Traum des klassischen Familienglücks im Süden Kaliforniens mit Häuschen und ihren zwei Kindern Joni und Laser. Als die beiden Teenager jedoch heimlich ihren biologischen Vater Paul, einen überaus charmanten und coolen Junggesellen, ausfindig machen, gerät das traute Heim ins Wanken. The Kids Are Alright kombiniert auf einzigartige Weise komödiantische Überraschungen mit packenden emotionalen Wahrheiten und zeichnet mit den Oscar-nominierten Schauspielerinnen Annette Bening und Julianne Moore ein witziges und tiefgehendes Porträt einer modernen Familie. Also in dem Film geht es um die verschiedenen Sexualitäten und Liebesarten. Es geht um Familie, Liebe, Beziehungen zwischeneinander, also zwischenmenschliche Beziehungen sozusagen. Familienverhältnisse. Das Erwachsenwerden, das Loslassen, Vertrauen. Also ich finde den Film richtig gut, weil es Themen beinhaltet, die ein bisschen schwerer sind und jetzt nicht so eine so was Typisches ist. Es geht um ein lesbisches Paar, die jeweils ein Kind von einem Samenspender, vom selben Samenspender haben, und die Kinder wollen den Vater kennenlernen und dann bauen sie halt Kontakt auf und dann entsteht halt auch der Kontakt zu den Müttern, und mit einer von den Müttern, ja, das sage ich jetzt lieber nicht, weil das ist sonst zu viel gespoilert, aber es geht auf jeden Fall wirklich um nicht alltäglich, also schon alltäglich, also es geht halt nicht um so 0815 Geschichten, sondern wirklich tiefgründigere Themen, und das ist halt total schön verpackt in diesem Film, finde ich, und mir gefällt der Film richtig gut. Also ich würde eben von 5 Sternen, würde ich ihm, glaube ich, auch 5 Sterne geben, weil die Schauspieler sind super, also spielen richtig gut, und die Geschichte ist eben, wie gesagt, mal was anderes und tiefgründiger und aber auch mit Humor gemacht, und ja, das Ende hat mir nicht ganz so gut gefallen, also schon, aber mir wäre es ein bisschen wichtiger noch gewesen, wie das mit dem
Vater ausgeht. Also das, da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber ansonsten finde ich den Film wirklich richtig gut und werde mir auf jeden Fall noch das ein oder andere Mal anschauen. Und ich kann es euch richtig empfehlen. Und ja, das war jetzt meine Meinung zu dem Film. Ich packe jetzt anschließend noch den Trailer von dem Film dazu. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Und schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr den Film kennt oder nicht. Und wenn ja, ob er euch auch gefällt. Und wenn nicht, ob ihr ihn jetzt anschauen würdet. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss! Komm, einmal drücken. Drück sie, dafür ist sie schließlich da. Jeder meiner Moms hat ein Kind gekriegt. Mit deinem Sperma? Klar, cool, ich liebe Lesben. Toll. Ist einleuchtend. Er ist ihr biologischer Vater und der ganze Mist. So als wären wir nicht genug oder sowas. Eigentlich will ich ihn wiedersehen. Du willst was? Du willst was? Das ist schön, ich freue mich sehr. Ja, hi. Halt dich zurück mit dem Wein, es ist erst Nachmittag. In Ordnung, das gilt aber für deine ewigen Anweisungen. Wie seid ihr beide euch begegnet? Ich war Assistenzärztin und Jules hatte einen Notfall. Meine Zunge war taub. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich entspannen. Und meine Zunge hat 1A funktioniert. Leute, okay. Oh Gott. Oh. Der Plan war, ihn auf Abstand zu halten. Das schafft er nicht. Das schaffst du nie im Leben. Er ist nicht ihr Vater, er ist der Samenspender. Ich sehe viel von der Mimik von meinem Kind in deinem Gesicht. Wirklich? Wirklich? Das Gefühl, er steht mir meine Familie. Ich habe mich so furchtbar weit weg von dir gefühlt zuletzt. Wieso hast du Samen gespendet? Ja, ich dachte, das macht mehr Spaß als Blut zu spenden. Hey, ich bereue es nicht. Die Ehe ist schwer. Die Jahre vergehen und plötzlich sieht man den anderen nicht mehr. Cheers auf eine unkonventionelle Familie.